super. So. Schwarz-Weiß. Wir müssen das so einfach machen. Geht nämlich Kunst. Eben habe ich gedacht, ihn zu sehen, aber jetzt ist er verschwunden. Das ist eben ein Schauspieler. Der ist eben noch sich selbst und dann nimmt er einfach irgendwie eine Rolle an und spielt ein Stoppschild. Und Matthias Matschke gehört zu den Schauspielern, die ein Stoppschild so spielen, dass du anhältst, weil du es ihm glaubst. Ich hätte schwören können, ich habe ihn gerade gesehen. Das Stoppschild hat sich bewegt. Er ist es. Wusste ich doch. Von Weitem. Hallöchen. Guten Tag. Mich sehr, dich zu sehen. Ja, ich habe noch kein Mikro. Soll ich so? Du sprichst ganz nah an mich ran. Ja, das ist auch für mich auch mal eine Möglichkeit, ein bisschen Körperkontakt zu erlangen. Und Intimität. Thomas. Absolut. Ja, ich nehme alles, was ich kriegen kann. Wir machen jetzt mal Folgendes. Bitte, ich übernehme kurz die Sendung. Bitte unbedingt. Ja. Ja. Weil wir haben jetzt noch 4 Minuten, 5 Minuten Licht. Licht. Und ich habe eine ganz tolle neue Kamera bekommen. Und die Kamera beherrscht noch mich. Ja. Wenn diese Sendung zu Ende ist, möchte ich ein bisschen die Kamera auch beherrschen. Ja. Und da ist aber Licht, das ist noch verdient, eingefangen zu werden von uns beiden. Oh, toll. Kommen Sie. Machen wir Bilder. Sehr gerne. Weil dann gehen wir auf die Ebertbrücke. Ja. Aber es ist wirklich fantastisch. Schönes Licht. Pass auf, wir machen es so. Das finde ich schon mal ganz toll. Und du drückst einfach drauf. Da, cool, dann kann ich sagen, ich habe das Bild gemacht. Ja, na klar. Wo drücke ich denn drauf? Probier mal aus, ich kenne die Kamera noch nicht. Aber schau mal, welcher die Warte, Framing ist das Wichtigste. Framing ist das Wichtigste? Ja. Und jetzt? Das ist doch so ein Framing ist doch jetzt hast du es verwackelt. Wieso das denn? Ja, wenn du so machst dabei dann, und bei dem Licht, also das, du musst antippen? Werde die Kamera. Und dann wird es scharf. Ja. Also das Bild. Ja. Durchs Antippen ist noch keiner scharf geworden. Naja, wobei. Ja, und jetzt? So. Mega gut. Das war gut. Wir schauen Druck mal aus? Ja. Warte mal, wir gehen zu Pixi Fotos oder wie? Gibt es das noch? Bin im Drogeriemarkt. Das ist sehr schön geworden. Kannst du es korrigieren, weil es ist leider krumm. Ach komm, scheiße, ja. Aber es kommt doch richtig. An. Pass auf, und jetzt machen wir das hier noch. Ja. Oder weißt du, was wir machen? Wir ziehen so mit zu diesem Lastenfahrrad, weil das ist Berlin. Pass auf, weil dann bleibt das stehen. So. Oh, herrlich. Und jetzt zieht es so das Licht nach. So, er hat hier so ein bisschen Bewegung, aber die Frau ist hier. Super schön. Siehst du? Hast du das jetzt gerade gemacht? Ja, ja, ja. Also das ist aber auch diese Kamera, deren Namen ich nicht nennen kann. Aber es gibt ja bestimmt viele Kameras, die nach Bergen in Japan benannt werden. Achso. Ja. So. Warte, jetzt mach ich von dir. Mach sie gar nicht kaputt, sonst ist sie futschi. Ja. So herrlich, weil diese Kamera möchten alle. Oh, das ist aber gut. Und stell dich mal auf die andere Seite. Ich weiß nicht, wie. Oh, das ist gut. Das ist gut. Wie gesagt. Oh, das ist aber, dieser Blick, es ist viel James Dean dabei. Komm mal her. Das ist eigentlich sehr schön geblendet. Das ist nicht überstrahlt. Da sieht man auch die, das ist gut mit dem Überstrahlen. Ja, da sieht man pass auf, wir machen das mal anders. Da sieht man, reduziert mein Spielalter um 10 Jahre. Spielalter? Das ist ein Wort, das ihr öfter benutzt. Oh, du siehst aus wie so ein, weißt du, so in der UdSSR, so ein Korrespondent. Nein, sagen Sie, Sie haben bis heute noch kein Brot erhalten, obwohl Sie viel Hunger haben. Sie müssen Ihre 6 Kinder durchbringen. Sie weiß auch nicht, wie Sie weitermachen. Es ist schön, dass du UdSSR sagst. Ja. Damit müssen Sie auch fein raus. Deswegen, wir gehen nachher noch ins CO und da gibt es eine Frau, die in der UdSSR geboren wurde. Und die hat Fotos gemacht. Und die sind ganz toll. Entschuldigung. Bitte schön. Ja. Danke, gerne. Ich habe ein Geschenk für dich. Wirklich? Ich habe wirklich ein Geschenk für dich. Was denn? Ich traue mich gar nicht, weil es ist so. Ich gebe dieses Geschenk als Hinweis gleich. Und ich habe ein Rätsel. Das ist ja echt unheimlich viel. Merkst du, da ist unheimlich viel Aufgabe auch drin. Ich habe heute schon eine Kurzstrecke gedreht mit jemandem aus deinem Kollegium. Das ist der Tipp, den ich dir gebe. Und ich fragte diese Person, hast du eine Frage an Matthias Matschke, die ich ihm stellen kann? Ja. Das war sehr lecker. Bring ihm doch so eins mit. Ja. Sag ihm liebe Grüße von mir und frag ihn, warum er so ein Hohlroller ist. Ich frag ihn, warum er so ein Hohlroller ist. Oder warum er dumm ist. Okay.
Matthias, ist mein Einstieg denn? Hallo Matthias, du sag mal, warum bist du denn so dumm? Ja, so fängt die nächste Kurzstrecke an. Cool. Warum bist du so dumm? Das ist die Frage. Das ist ein Zitat? Oder ja. Warum, oder ist das ist die Frage an dich, ja. Aber es ist jemand, das kann ich gleich vorweg sagen. Ja. Ich glaube, ihr mögt euch. Ich bin mir nicht so sicher, so ehrlich gesagt. Das hört sich auch so an, muss ich sagen. Matthias, wo bist du denn? Ich seh dich gar nicht. Verlasse dich voll auf deinen Tastsinn. Würde ich aber, ich habe meine Hände schon lange nicht mehr desinfiziert. Da! Ich sehe nur Schattenrisse, mach mal Licht. Schemenhaft. Kannst du mir Licht? Ja, sehr gut. So, das ist ein Profi. Ich fotografiere ja immer mit Beleuchter auch, wegen Professionalität. So, okay, und du hast mir das mitgebracht? Das ist der Hinweis auf die Person, die Frage, warum bist du so dumm, an dich hat ausrichten lassen. Ist aber eine männliche Person. Das ist eine Person. Und der Name lässt sich gut singen auf die Melodie von Vamos a la Playa. Sorry. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Wisst ihr, wahrscheinlich kennt ihr euch gar nicht. Nee. Und sie kann dich einfach nicht leiden. Und ja. Dachte, sie reitet mich jetzt hier gerade voll in eine Unangenehme. Was auch gerade passiert. Ich glaube, es ist wirklich ja, so. Ja, sag mal den Namen. Die, Ja, ja. Ja. Keine Ahnung. Na. Jasna Fritzi Bauer. So. Ha. Ja. Das ist aber. Ja. Ja, aber wieso. Hasst ihr euch? Also, nein, im Gegenteil. Ja, genau. Super. Genau, ja, ja. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass du intellektuell viel überlegener bist und es sofort löst. Und ich bin so dumm, das hat sie doch gesagt, man ja, hört das auf ist wirklich, so. Ich habe einfach nicht zugehört. Ich voll ausrasten. Receive the message. So, pass auf. Nee, also Jasna ist ganz toll, weil erstens ist sie eine gute Schauspielerin. Ja. Und zweitens kommt sie auch aus Hessen. So. Und drittens haben wir ganz toll Theater gespielt in Wien. Burgtheater. Ja, und da war sie auch so toll. Komm, bewegen wir uns einfach mal. Ja, entschuldige. Schmeckt? Ich habe schon lange nicht mehr zugehört, von daher ist alles gut. Hier ist übrigens, das ist ja das wunderbare Bode-Museum. Ja. Und hier ist übrigens das Pergamon-Museum jetzt gerade drin. Ebert Brücke. Ebert Brücke. Die wurde dann gesprengt. Von den fucking Nazis. Wenn wir hier lang gehen, könnten wir doch bei Angela Merkel Schelle-Kloppen machen. Und das hier ist eine richtige Ostlaterne. Das klingt aber auch wie eine Beleidigung. Du bist so eine richtige Ostlaterne, finde ich. Oder wo man sagt, ach danke. Oh, ja, vielen Dank. Ja, 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 so Ostlaterne. Das schön. Hat mich ja schon lange keiner mehr in Land. Ostlaterne, ja. Und da oben haben sie die Münze rausgeklaut. Ah, ja, stimmt, natürlich, richtig. Was hast du denn? Ich hatte kurz gedacht, dass du es nicht weißt. Nee, doch, selbstverständlich, ja klar. Was hast du denn mit dem Geld gemacht eigentlich? Ich habe mir eine Kamera gekauft. Wieso bist du denn so versiert in Berliner Architektur? Das ist alles fundiertes Halbwissen. Ja, das ist einfach erfunden, wahrscheinlich. Ja. In diesem Moment. Ja, das ist richtig. Aber du bist jetzt schon, weil du bist ja, als du nach Berlin gezogen bist, ist es auch schon eine Weile her. Es ist 30 Jahre her. 30 Jahre, ja. Und da hast du noch gedacht, weil du bist ja aus dem beschaulichen Bundesland Hessen, das auch viele Vorzüge aufzuweisen hat, wo du herkommst, geboren bist, sozialisiert wurdest. Da bist du hergezogen und dann hast du aber erst mal gedacht, um Gottes Willen, ich will so schnell wie möglich hier wieder weg. Und dann hast du aber gedacht, nach wie vielen Jahren? Ich würde mal sagen, so nach 3 Jahren oder so, so gegen Ende des Studiums. Ich will hier nie wieder weg. Ja. Was hat dich da so überzeugt? Ist es das Rauskommen aus dem Mief, dem Provinziellen? Ja. Hm. Also vielleicht war das dann auch, dann fing das so langsam an, dass ich da in der Volksbühne mein erstes Engagement hatte. Und da dachte ich auch irgendwie, ey, Moment mal, du bist ja gerade am Nabel der Welt zugange, ja, zumindest theatermäßig. Und es hatte eine Relevanz, was man da macht. Und Leute gingen hin und haben danach drüber gesprochen und über Politik und über zerbrochene Träume und aber man wollte auch lachen und man wollte diese Theaterästhetik verstehen. Es war irgendwie so ein Gesamtpaket. Und dadurch war ich natürlich sozusagen sofort aufgefangen in dieser Stadt. Ne? Und ich war im Westen in der Schauspielschule und dann im Osten hier. Also von daher hatte ich sozusagen alles so gefühltermaßen alle Zügel in der Hand. Ja? Ost wie West war mir alles sozusagen greifbar. Völlig richtig. Naja. Oh, das ist das so, und so eine Leute. Ja. Aber du magst das sagen. Ja. Manchmal bin ich einfach auch noch so vorbei und sage, so, scheiße hier. Wieso hast du eigentlich diese Dinger da in der Hand? Das ist Müll sammeln. Das macht der Matthias ab und zu. Sammelst du wirklich Müll? Nein. Aber
Also was ist denn das? Wen wollt ihr denn verarschen? Ja. Welchen Zuschauer? Gebt ihr mir das jetzt her? Ja. So. Aber, ja. Egal, wenn ich die jetzt in den Müll werfen würde. Ja. Ich hab Müll gesammelt. So, ich hatte mir was ausgedacht. Ja. Wir hatten ja über die Ebertbrücke da hinten gesprochen. Ja. Ja. Und das ist so ein bisschen Spielmannszug. Hier kommt meine Provinz. Ich dachte, wir räumen die Stadt mal auf. Weil die Ebertbrücke, wie gesagt, ist ja ein langes... Das klang jetzt gerade aus so einem AfD-Slogan. Wir räumen die Stadt mal auf! Ja, die haben ja auch... Das sind auch richtig gute Typen mit echt fundierten Ideen. Das muss man sagen. Meine Herren. Die können richtig helfen. Ist mir alles suspekt bis Was hast du denn für einen ekelhaft. Großen Hund? Pass auf. Ja wirklich, der hat Probleme. So. Was ist der denn? Ich habe einen Elefanten als Haustier. Ja, das nimmst du jetzt. Und jetzt machen wir die Stadt sauber. Glitter, wie schön. Das war bestimmt so ein Junggesellenabschied. Hast du sowas mal gemacht? Ja, auf dem Bierbike. Also, nein. Ich wollte gerade sagen, das ist das Schlimmste von allem. Ja, das ist sowas, das und Atommeiler. Ja. Das wird die Menschheit nach unten bringen. Ja, nee, dann lieber Atommeiler. Oh, ich habe auch Glitter. Guck mal, ich hab einen Kronkorken. Die schenke ich dem Bert, der sammelt die. Wer ist Bert? Von Ernie und Bert. Ah ja. Guck mal, Matthias, hier ist ganz viel Müll. Ah ja. Ganz viel Müll. Hier, ekelhaft, wer wirft denn sowas weg? Ja. Ein Taschentuch. So, widerlich, da weiß man ja gar nicht, was dran ist. Achso, kannst du auch mal ja. Hier ist noch Zigarettenschachtel. Ja. Wenn du richtig fest zusammendrückst. Ah ja, wunderbar. So. Wir räumen die Stadt auf! Einer muss es ja tun! Also zwei in dem Fall, weil wir sind zu zweit. Ja. Oh, jetzt pass auf. Das ist gut. Komm, das machen wir zusammen. Ja. Ja, komm, wir zusammen. Teamwork. Schaut mal. Läuft eigentlich ganz gut, finde ich. Ja. Ah, sehr gut. So, jetzt weiter. Teamwork. Komm. Wir schaffen es. Welche Tüte? Deine. So. Oh Mann, ey. Könnte total ausrasten. Guck's dir an, bitte. Kann man es damit so zerkrusten? Höre auf. So. Sven. Oh, ich bin fast fertig. Meine Tüte ist wirklich fast voll. Mit so einer Kollegen, mit so einer People, da hast du natürlich wirklich was zu tun. So, pass auf hier. Hier ist noch ein Taschentuch. Als Strafe machst du das jetzt hier alles weg. Ein Teil davon ist aber Biokompost, ne? Wir haben jetzt eine halbe Stunde Pause. Das sind Blätter, die müssen in den Biomüll. So. Mach es nicht schlimmer. Vom Schulfunk. Hallo. Schulfunk. SWR. Ey, kannst du das machen? Kannst du? Was? So, Mann. Hallo. Kannst du das? Ja, aber jetzt ist es schmutzig. Aber warte, ist egal, Mann. Na gut, okay. Bild. Do it for the picture. Ja, doch. En passant, komm. Ja, ja. Hi. Sehr, sehr gut. Jetzt musst du eigentlich noch den Passanten spielen, der sagt alles Scheiße hier. Ja. Und warte. Mann, du musst das nicht so zuhalten. Mann, das versuch das mal. Du hast einen viel größeren Kopf. Ja, das stimmt. Sehr gut. Ich bin ja auch so dumm. Ja. So, und dann... Ach so, das alles ist... Scheiße hier. So und dann so. Ich komme. Hallo. Alles Scheiße hier. Oh. Ah, hier, guck mal. Und den wollte ich. Ach ja, okay, dann mach. Nee, nimm ihn, wenn du ihn haben willst. Nee, ich nehme den Hydranten. Mach du. Da ist noch was drin, das ist ja ekelhaft. Will noch jemand? Ah, so. Hier, kriegst du. Nee, mach, stell noch mal hin. Und mach mal dasselbe, was du machst. Den Vorgang wiederholen. Das ist übrigens das Geheimnis der Schauspielerei. Pass auf. Vorgänge wiederholen? Ja, selber Vorgang, aber... Zu lang, nochmal. Mann. Zurück. Bereite die Tüte vor. Mache sie auf. Das ist wirklich, als würde ich mit Dieter Wedel drehen. Ja. Toll. Da. Kann das hier einer bedienen? Ist hier irgendein Berliner, der dieses Gerät bedienen kann? Ist das jetzt ein Mann aus Karlsruhe? I gave in to a mystery guy.
mal kurz hinter dich. Und jetzt langsam zurück und geh mal wirklich, ja. Hast du? Geh mal ein bisschen weiter weg. Ja, so ist gut. Du bist aber auch wirklich ein guter Fotograf. Man sieht, dass die Kadrierung und so stimmt einfach so von vornherein. Ja, das ist so, also ich meine, was mache ich schon groß anders als sozusagen sonst Schauspieler auch machen? Natürlich geht es um Bilder sammeln, ja? Ja. Bis man stirbt. Das ist so die Verabredung. Und Auswertung findet dann im anderen Leben statt. Bilder sammeln, bis man stirbt. Ja, mehr ist nicht. Und das ob man, ja, okay. Ja, und dann, ach, guck mal hier. Das ist natürlich auch schön. Aber jetzt kann ich. Ja, genau, stell dich einfach dazu. Jetzt wärst du ein Husar. Ich glaube, das nennt man ungarische Post. Ja, schön. Ja, mit dem viel Licht von dem, was die Kamera da hat. Nee, das ist ja sehr gut. Das ist völlig überstrahlt. Das gefällt mir. Ja, das ist auch gut. Ich dachte, das ist das alte, wenn man reinguckt, Spiel. Das kann auch mal. So, ich hab alles, was ich brauche. Ah, toll, toll, toll. Ich finde das ja wirklich gerade auch eine totale Ehre, dass man da so, also das ist ja schon, ich werde Helmut Newton. Oh. Ja. Nee, der ist toll gewesen, muss man sagen. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ein unglaubliches Auge. Aber da, wo wir jetzt hingehen, die ist auch ganz toll. Aber das hast du ja auch. Und du bist schon auch ein sehr ästhetischer Mensch, ne? Also du, ich kann mir gut vorstellen, dass du auch nicht gerne dich mit unschönen Dingen umgibst. Es gibt leider wirklich auch viel Hässlichkeit. Aber es ist halt sozusagen, man darf nicht vergessen, dass sozusagen Ästhetik immer eine Wertung voraussetzt. Und wenn ich jetzt mal im Ernst so, versuche ich, weil ich so ein wertender Mensch bin, versuche ich es gerade nicht so viel mit Wertung zu tun, sondern erst eher zu akzeptieren Dinge erstmal. Also wenn mir was stinkt, kann ich auch sagen, ja. Aber sozusagen, es ist natürlich, eine Wertung ist auch immer eine Voreingenommenheit. Absolut richtig und total subjektiv. Ja. Was stinkt dir denn? Rassismus. Ja. Klimawandel. Ja. Unser aller Ignoranz gegenüber dem, was eben uns Ästhetik erzeugen könnte. Also wir finden den Sonnenuntergang schön, aber uns ist eigentlich scheißegal, wenn Lützerath weggebaggert wird und dort riesige Karieslöcher der Landschaft sozusagen entstehen. Das, weil man sagt, ja, das muss aber sein. Es muss überhaupt nicht sein. Das stinkt mir gewaltig, solche Sachen. Also es ist natürlich einmal ein Versagen der Politik, aber es ist natürlich auch unser Versagen, wie wir uns in diese Welt einwerten, sozusagen. Und du tust diesem Missmut, du tust ihn ja auch kund, ne? Also du hältst ja nicht zurück. Es gibt ja viele, die sagen, ich möchte gar nicht irgendwie politisch sein und möchte mich überhaupt nicht äußern. Du machst es schon hin und wieder. Weil du willst, dass es gehört wird oder weil es dich so ärgert, dass es raus muss? Ja, also ich würde das sagen. Also ich träume davon, dass es sozusagen eine gemeinsame Empfindung dafür gibt, dass Dinge geändert werden müssen. Also es stinkt mir ja, weil ich so denke, wir destruieren das. Also wenn es uns wirklich darum geht, unseren Kindern das Beste zu wollen, was ja alle immer behaupten, dann müsste man sozusagen die Umwelt sozusagen einfach nach vorne stecken und nicht nur die gute Ausbildung, die gute Schule, die Finanzierung von diesem und jenem, das natürlich auch. Aber sozusagen, wenn man denkt, die Kinder müssen eben in 50 Jahren leben und deren Kinder sollen es auch noch tun. Wie soll das gehen, wenn man nicht die Priorität umwertet und sagt, das ist das, was wir tun müssen. Und es braucht den einen großen Hub. Das ist, ich glaube wirklich, das Problem ist halt, dass man sagt, oh ja, die scheiß Politik macht ja nichts oder die Grünen machen jetzt auch nichts. Ja, ja, richtig. Im Fall von Lützerath teile ich diese Meinung wirklich. Aber es ist so, die Politik ist nur Verwaltung letzten Endes. Und die Agierenden, die politischen Wesen zu on politikon, ja, so, das ist ein geiler Begriff aus dem Griechischen, ja, das politische Lebewesen oder das in der Stadt befindliche Polis, heißt so Stadt, ne? Also das finde ich so, wenn du ein Lebewesen bist, dann definierst du durch Ästhetik oder durch Sein, auch wenn du nicht sagst, ich will mich dazu nicht äußern, definierst du deine Umwelt. Das ist das Interessante irgendwie. Und dessen müssen wir uns gewahr sein. Man verhält sich immer politisch. Hast du eigentlich einen positiven Blick auf die Zukunft? Also glaubst du, das ist noch zu retten? Oder glaubst du,
das geht alles unter. Also zurzeit haben wir noch so eine sehr, fast schon in die Dystopie neigende, sehr düstere Grundstimmung. Ja. Der Klimawandel, Naturkatastrophen, Kriege, auch dieses, die Menschheit scheint gar nicht in der Lage zu sein, aus grauenhaften Gräueltaten und Fehlern gelernt zu haben. Ja. Und es sieht jetzt auch nicht gerade so aus, als würde man eben solche Probleme wie den Klimawandel ernsthaft angehen. Hast du ein positives Zukunfts- und Menschenbild? Ich habe leider wirklich eine sehr dunkle Hoffnung nur. Wenn wir nicht den Arsch hochkriegen, dann ist da viel zu viel Müdigkeit, als dass wir wirklich, wir machen uns gar nicht klar, dass das alles schon da ist. Wir denken so, das kommt und es stimmt nicht. Ja, und ich meine, sowas wie der Krieg von Putin gegen die Ukraine, ich habe nicht gedacht, dass das wieder möglich ist in Europa. Und sozusagen, dass Leute jetzt die Gräueltaten der Nazis relativieren oder vielleicht auch aktiv oder latent in ihre Politik in der Bundesrepublik integrieren. Das finde ich so achtlos gegenüber allem, was passiert ist. Also es ist eine Binsenweisheit, dass man aus der Geschichte was lernt. Aber es ist wirklich so, dass woher kann die Hoffnung kommen? Das ist die große Frage. Es muss aber kommen, weil wir sind viel zu geil alle, finde ich. Menschen sind ja auch so toll, als dass wir es erlauben könnten, dass wir uns selbst destruieren. Ja. Aber ich weiß es auch nicht, ich habe keine Ahnung. Aber es trotzdem, ich finde, das darf nicht, wir dürfen nicht die Untergeher sein hierfür. Also der Welt ist es am letzten Endes egal. Aber wir müssen, das geht nicht, dass wir das unseren Kindern hinterlassen. Und das ist auch nicht die einzige Möglichkeit. Anastasia Samailova, so heißt sie. Ah, Anastasia Samailova. Achso, Moment. Ich komme mit rein jetzt aber, ne? Da sind ja gar nicht viele Leute drin. Ist dir das aufgefallen? Ach, guck mal, der sagt jetzt, können wir noch rein? Ja, klar können wir noch rein, oder? Machst du selber Ausstellung? Das habe ich gemacht. Ich hatte sogar zeitweise eine Galerie, als ich noch in Charlottenburg wohnte. Toll. Und da hatte ich so einen 26 Meter langen Flur. Und da dachte ich, irgendwas muss ich machen. Und dann habe ich selbst ausgestellt. Oder auch andere Leute ausgestellt. Und das war auch sehr cool. Ah, herrlich. Das war auch sehr cool. Und hast du da so, also Porträts von bekannten Persönlichkeiten oder eher, wie hast du gesagt, Kunstkacke? Ja, und eine Mischung aus beiden. Also eine Kunstkacke mit Porträts von Menschen, ja. Also ich habe da noch viel Porträt gemacht. Jetzt mache ich mehr so, wie ist das, so Inszenierung, ein bisschen Landschaft auf. Aber auch teilweise Street. Aber nicht mehr so gerne, weil es so aggressiv geworden ist. Das ist so. Wie, was meinst du mit aggressiv geworden? Ja, Leute sind so. Ach, du meinst, dass du jemanden fotografierst und der. Ja, so nicht mal verdeckt oder so, sondern auch man, so, wenn man eine Kamera hat oder ein Handy oder so, die Leute sind ja darauf konditioniert, so zu denken, kommt das jetzt auf Instagram, kommt das jetzt auf hier und da. Also so eine andere Wahrnehmung. Also früher haben Leute vielleicht, wenn sie fotografiert wurden, gedacht, ja. Ja. So, was soll's, ja? Mit dem Teleobjektiv im Haus gegenüber. So was. So, ich komme gerade versuchen. Das habe ich sehr früh schon sehr viel gemacht. Nein, das ist überhaupt nicht. Dabei sind es die besten Fotos. Also die Fotos, die entstehen, das sozusagen das Motiv gar nicht weiß, dass es gerade die Fotos von der Frau, die von der Frau, die gerade gegenüber duscht. Na, Gottes Willen. Ah, Pierre im Kreuz. Ah, nein, die badet natürlich. Spanner, ey, kein Bock. Nimmst du eins mit von denen? Ja, aber wenn du Schmiere stehst. Okay, ich meine, das geht ja in Berliner Museen offensichtlich sehr einfach. Ja, sind jetzt keine Münzen, ich hätte auf Gold gehofft, aber... Ach, ich dachte, warte mal. Weißt du, was ich mache? Ich fotografiere das einfach ab
Und druckst es dir selber aus. Druckst mir bei DM aus oder bei Rossmann. Ja. Im Fotoparadies. Das machst du. Das musst du jetzt anmachen. Pixie-Fotos. Gibt's das noch? Gibt's Pixie-Fotos? Wenn dann so wie Polaroid oder so für so Liebhaber und so Retro-Nerds oder so. Ja. Matthias, ich glaube, ich lenke dich hier ab. Du musst los, ne? Ja. Nee, ich will auch ein bisschen, dass du dich darauf konzentrieren kannst, weil man ist dann immer so höflich und denkt, eigentlich würde ich gerne ein Bild angucken, aber ich muss mich auch mit dem Typen da unterhalten. Ja. Und ich merke das, du willst jetzt bei den Bildern sein. Ich störe dich doch nur. Ja. Ich wollte noch was Nettes sagen, aber sag doch noch was Nettes. Komm, sag noch was Nettes zum Schluss. Schön. Ich habe dir Süßigkeiten zusammen mitgebracht. Ja, das war sehr nett und ich bin dumm, das weiß ich jetzt. Das war schon vorher. Das stimmt eigentlich. Aber man kriegt es ja gerne gesagt. Von daher bin ich sehr dankbar. Es ist mir immer eine Freude, dich zu treffen. Ja, wirklich. Ebenso. Ist mir wirklich immer eine Freude. Und ich hoffe, dass wir uns bald auch wieder treffen. Ja, sehr gerne. Komm mich noch mal in Karlsruhe besuchen, das ist schön. Ja, dann zeige ich dir mal, wo die U-Bahn in Kulsra. Wir haben eine U-Bahn jetzt in Karlsruhe. Ja? Ja. Dann treffen wir uns da. Das ist aber abschnallen. Das ist so ein Begriff meines Vaters. Ja, das ist abschnallen. Das ist abschnallen. Ja. Komm, wir drücken uns. Tschüss. Mach's gut. Danke, mein Lieber. Es war sehr schön. Ciao, ciao. Bleib, wie du bist und ich habe noch ein Geschenk für dich. Ja? Mensch, das wäre doch nicht nötig gewesen. Was, gut. War mir eine Freude. Nano. Oh, toll. Hervorragend. Ich trage die jetzt wie die coolen Leute falsch rum. Ja. Klaus, meine. Tschüss. Hallo, ich bin der Pressesprecher von Pierre M. Krause. Ihr könnt alles anklicken und dann gucken. Das ist gut. Viele Menschen werden jetzt glauben. Und das wird gut. Dass du eine Puppe bist und wenn sie fragen, wo ist meine linke Hand? Wow. Nano. Abo. Macht ein Abo. Und ich soll doch sagen, ihr sollt ein Abo da lassen. Lasst ein Abo da. Nein, lasst einen Daumen da. Macht ein Abo. Zeit, FAZ, Süddeutsche und vom Kanal. Kim Krause-Kanal. Ja. ARD Mediathek ist die beste der ganzen Welt. Schaut alle Folgen dort. Yo. Yo ist echt sehr cool. Lass uns Müll sammeln. Sag nicht mehr Yo, Matthias, bitte.